Ja, liebe Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alien Isolation im Albtraummodus. Wie es aussieht, werden wir wohl heute ein bisschen Stress mit Androiden bekommen. Das hat ja unser werter Herr Kollege uns eben schon über Funk mitgeteilt, weshalb wir, glaube ich, ein bisschen unsere Augen aufhalten sollten und ein bisschen aufpassen sollten. Ich werde jetzt aber erstmal kurz hier ein bisschen schauen. Hier liegt eine Kiste. Die ist aber leer. Das ist doof. Das ist schade, sowas. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich werde erstmal... Da raucht es ein bisschen. Da brennt es, glaube ich. Ja, wissen wir schon. Hier hat schon jemand die Kiste geplündert. Ich glaube, es hackt. Hier könnten wir in so einen Schacht reingehen. Das machen wir aber gleich mal. Was ist denn das hier? Geht's jetzt in den Stripclub oder was? Mit der Revolver in den Stripclub? Geile Sache, richtig geil. Speichern tue ich gleich mal. Ich möchte erstmal ein wenig looten. So. Was ist das hier? Das sind wahrscheinlich noch ein paar Amazon-Kartons. Sind die Weihnachtsgeschenke, die noch nicht ankamen. Für die traurigen Kinder, die an Weihnachten dann kein Geschenk haben. Oh nein. So, ja, hier ein bisschen Jack Daniels, ein paar Energy Drinks, ein bisschen Alkohol hier, ne? Ketchup. Klar, es gibt nichts Schöneres als erstmal in die Bar. Nach der Arbeit erstmal fett in die Bar gehen und eine kühle Flasche Ketchup trinken. Ich kenne nichts Schöneres. Wirklich, kann ich jedem nur empfehlen. Was soll das sein? Benzin oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, hier ist noch ein Kasten. Da ist aber nichts drin. Das ist doof. Das ist schade, sowas. Das finde ich traurig. Hier ist aber, glaube ich, noch, genau, eine Audio-Log. Den hören wir uns natürlich wieder an. Und dafür blende ich mich mal eben kurz aus. Ich weiß nicht, wann das hier jemand hört, aber irgendjemand muss Aufzeichnungen hinterlassen. Und ich weiß nicht, ich kam vor einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich habe die Menschen hier als bloße Fußnoten zu meinem Artikel angesehen. Etwas Herzzerreißendes. Als die Leute dann zu verschwinden begannen, war ich außer mir vor Freude. Das war eine große Sache. Aber jetzt sind die Menschen verängstigt. Und eine Funkstörung bedeutet, dass wir alleine sind. Ich bin hier gefangen wie alle anderen. Eine weitere Fußnote. Noch ein Opfer. Fertig. Danke. Schön, dass er direkt in den Audiolog reinspricht. Finde ich sehr schön. Ist mit einer der nervigsten Sachen Alien Isolation. Also auf jeden Fall die gute Dame. Ja. Hat auf jeden Fall Angst. Ja, sie hat Angst. gut. Ich würde sagen, wir speichern erstmal ganz kurz und schauen dann mal weiter, was hier noch so abgeht, ne? So, einmal Speicherdaten überschreiben. Gerne. So, also, in die Luke gehe ich gleich mal rein. Ich möchte erstmal hier noch durch den Flur latschen. Durch den Flur latschen, alles abchecken. Guck mal, hier ist schon eine Kiste, wird wahrscheinlich eh nichts drin sein. Leer. Woher wusste ich das denn bloß, du? Ich bin voll der Wahrsager. Leer. Gut. Also schlecht, nicht gut. So, die Türen sind alle zu. Hier sehe ich noch eine Kiste rumschladudern. Genau. Ist leer. Ich weiß nicht, wer verteilt hier eigentlich immer die ganzen leeren Kisten auf der Station? Das würde mich ja echt gerne mal interessieren. Naja. Gut. Genau, hier qualmt es ordentlich raus. Da sitzen die Raucher drin. Das ist die Raucherecke. Gut. Also. Gut, also ich glaube, wir müssen wirklich in die Bodenluke rein. Alter, dieser Sprecher, ne? Der geht mir so auf die Eier mit seinen blöden Durchsagen die ganze Zeit. So, einmal rein da. Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung.
Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Das würde ich aber auch gerne mal wissen, warum die Androiden so geil auf uns sind. So, die Tür ist zu, da müssen wir wieder Strom herstellen. Also, hier haben wir einmal eine Ausweiskarte, die nehme ich natürlich mit Freunden. Seit wann kann man denn diese Dinger aufmachen? Das ist mir neu. Die konnte man sonst, das weiß ich aber ganz genau, die konnte man sonst nie aufmachen. Warum kann man diese jetzt plötzlich aufmachen? Das finde ich komisch. Was ist das hier? Ein wunderschöner Zettel. Ja, so ein paar Berichte, so ein paar Ausdruckungen hier. Aber ansonsten auch nichts. Das hier können wir jetzt sicher, genau, hier können wir wieder Strom herstellen. Einmal wieder wie wild X-Bram. Ich vergewaltige hier gerade meinen X-Knopf. Ich habe gerade Schrei gehört, so ein Au, Au, habe ich gehört. Was geht jetzt mit der Musik ab? Ich habe ein bisschen Schiss. Wie sieht's eigentlich aus? Pumpgun-Munition, haben wir einen Schuss. Super. Revolver. Hm. Ui. It's a fucking Android, Alter. Nee. Ich meine, ey, Alter. Ey, geil, so. Was ist eigentlich, wenn die jetzt hier... Ich wollte jetzt eigentlich warten, bis die hier mal reinkommen. Wo sind die denn? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Oh! Oh, Alter! Wo sind die? Ich höre nichts, diese scheiß Musik, sei leise! Okay, die sind da hinten irgendwo. So, hier ist wieder ein Schatz vergraben. Guten Tag, der Herr. Ist das ein... Ich glaube, der ist lieb zu uns, den dürfen wir nicht erschießen, leider. Ach, guck mal, das war diese Intelligenzbeste, die sich in der letzten Folge so super geil versteckt hat. Natürlich kein... Weißt du? Läuft hier mit der fetten Schrotflinte rum, hat aber keine Munition dabei. Natürlich. Sehr glaubwürdig wieder. Du? Auch nicht. Ballern wie die Wilden rum, aber nie Munition dabei. Jemand zu Hause? Hä? Ach, guten Tag. Ui, der ist ja Feuer und Flamme heute. Der brennt für mich. Was macht der denn jetzt? Nicht gegen die Wand. Warum läuft der gegen die Wand? So ein bisschen dämlich bist du schon, ne? Ui. Hä, was macht der? Ui. Alter, soll doch ein Witz sein. Ich geb den fetten Headshot und der verreckt einfach nicht. Komm her. Fängst jetzt eine. Jetzt. Und dann läuft wieder jemand. Ach so, das ist der nette Herr von eben. Ah, na, das Spiel ist gerade so laut. Ja, genau, knall den mal um. Super. Du hast meinen Freund getötet. Dafür wirst du büßen. Hey. Super. Noch einer? Nö. Der hat wahrscheinlich auch wieder keine Munition. Keine Munition? Keine Munition. Super. Das finde ich toll. So. Schön, dass jetzt auch mal... Wow, wir haben ernsthaft... Wir haben... Warum lädt ihr denn nicht weiter nach? Wow, zwei Schuss haben wir. Zwei Revolverschüsse. Das ist super. Das ist richtig gut. Ist hier vielleicht noch ein bisschen Munition drin? Nein, leider nicht. Das ist doof. Das ist sehr schlecht. Wer vergräbt denn jemand die Schätze auf dem Boden, ey? Ist unglaublich. Warte mal, haben wir nicht noch einen Geräuschmacher? Also die Musik, ne? Wir haben noch eine Rohrbombe. Die könnten wir vielleicht gebrauchen. Ach, da komme ich gar nicht rein. War das hier gewesen, oder was? Das war hier, ne? Hallo?
Droids, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Warum? Was soll das heißen? Bereithalten. Ich hatte eben noch einen auf dem Schirm gehabt. Aha, hier ist noch eine Kiste. Oh, Alter, Mann, ich brauche Munition, Mann. Oh, die Musik hört endlich auf. Meine Güte, endlich Ruhe, ey. Omega erhöht. Bitte. So. Oh, nirgends Loot, Alter. Du willst mich doch verarschen hier. Für Loot. Unglaublich, ey. Ich steck die Rohrbombe lieber mal weg, bevor hier noch irgendwas passiert. Oh Gott, schauen. Ganz genau gucken. Da war's wieder. Oh! Kennen Sie schon den hier? Ui! Oh, den haben wir richtig weggebasht, Alter. Richtig wegeskaliert hier. Super, und sabbern tut er auch schon wieder. Ich glaube, es geht hier weiter. Super, jetzt haben wir aber nichts mehr zum Verteidigen. Wir haben Medikit, wir haben einen Molotow-Cocktail. Gut, der könnte vielleicht funktionieren, teilweise. EMP-Mine können wir noch nicht bauen. Blendgranate, Rauchgranate, Geräuschmacher. Wir haben, okay, einen Flammenwerfer haben wir noch. Wir, könnte schwierig werden, wenn wir nochmal einen... Okay, da wird wieder einer sein. Ich nehme wieder unnötige Kartenfragmente mit, weil es sehr wichtig ist. Ja. Okay, ich hoffe, der Kollege Schnürschuh bleibt erstmal da hinten. Ja, Revolvermunition. Nice. Okay, komm. Erstmal nachladen. 4 Schuss brauchen wir, um einen so einen Typen umzulegen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel darauf reagiert, also wenn du zum Beispiel keine Munition hast, ob das Spiel da irgendwie drauf reagiert. Ach, hier kommen wir auch noch durch. Ich höre schon wieder Leute. Auf einen Hiwi ist immer Verlass. Jeder Hiwi-Synthet wird bei Seekson vor Aktivierung einer Vielzahl an Sicherheitskontrollen unterzogen. Denn wir wissen, dass wir Maschinen bauen, nicht Menschen. Seekson, morgen gemeinsam. Guck mal, da hinten sitzt einer. Ich weiß nicht, ist der nett? Er versteckt sich. Und da hat jemand eine Raucherlunge. Das höre ich sowas. Das kann ich direkt ja... Ja, ich glaube, die sind... Ich glaube, wir sind... Hui! Ich hab da drüben jemanden gesehen. Ich hab nicht gespeichert. Nein! Oh, so eine Kacke. Sag nicht, wir müssen uns nochmal durch diesen Androidenhaufen durchkämpfen. Bitte nicht. Bitte, komm, das muss nicht sein. Ich hab nur die anderen beiden gesehen. Oh nein, wir sind wieder im Stripclub, ne? Okay, Leute, ich schneide mal ein. Wir sehen uns gleich wieder. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie werden nun ein paar normalerweise rausgeschnittene und auch sehr amüsante Videosequenzen sehen, in der meine Wenigkeit versucht, den Spielstand wiederherzustellen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Oh Mann, ist sie doof, ey. Gott, ist sie dämlich. So, Freunde, wir stehen jetzt wieder vor der Tür, wo hinter sich ja der nette Herr befindet, der uns eben umgenatzt hat. Und wir werden diesmal, ich glaube, wir machen erstmal, ich weiß nicht, ich glaube, wir machen erstmal einen Bogen da drum. Was ist, kann man hier, ach nee, das war hier, war das hier? War das jetzt hier oder da drüben gewesen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Tatsächlich, die Tür geht, das war hier gewesen. Ah, da kommt er schon, da kommt er wieder angerannt, der kleine Dreckige.
Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich saß gerade eben ganze über 10 Minuten saß ich gerade daran, diese Scheiße nochmal zu wiederholen. Ich bin gerade eben immer wieder verreckt. Es ist... Und auch mal wieder, bitteschön. Pass mal auf, nehmen wir uns die Revolver? Oh, wir können den eigentlich voll geil mit dem Flammenwerfer einmal wegnatzen, weißt du das? Oder mit der Rohrbombe. Oder mit Molly. Einfach mit Molly, Alter. Blendgranate. Leuchtfackel. Ah, ich weiß nicht, ob man die... Ach, die kannst du bestimmt mit einem Headshot holen. Pass mal auf, wir schauen mal vorsichtig rein. Ich hätte jetzt gerne einen Sniper, Alter. Guck mal, da hinten steht er, glaube ich, irgendwo. Der muss da hinten irgendwo hinterstehen. Oh, wenn wir gleich wieder verrecken, ne? Ich schwör's euch, ich drehe richtig am Rad hier. Bist du nicht sicher? Ich nämlich nicht. Okay, ganz vorsichtig. Moment. Dann zack, in die Fresse, komm! So, komm! Oh, den haben wir, Alter. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Du hast ja keine Waffe. Ey, Alter, jetzt rempelt der mich hier einfach an, der Kleine. Hui, Alter, das war gerade eben knapp gewesen, du. Naja, den haben wir jetzt auf jeden Fall. Ist sehr effektiv eigentlich hier unser, hallo? Hier unser toller, ne? So geiler Kolben, den wir hier haben. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Oh, Revolvermunition. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Hammer. Es ist ein Hammer... Jetzt geh doch mal raus da. Hammer, Brecheisen, Maulschlüssel-Dings, irgendwie sowas dazwischen. Gut, die anderen Kollegen, die tun uns nichts. Die versuchen sich nur, die, ja genau, die spielen mit uns nur verstecken. Hier ist noch eine Kiste, da wird wahrscheinlich wieder nichts drin sein. Welch Wunder. So, hier war auch nichts. Gut, das hätten wir dann. Ich finde das schon witzig. Danke. Ah, nein! Nein, du willst dich doch ver... Nee! Nee! Ich wollte gerade speichern! Gehst du weg? Warte mal! Nein! Ich hab einen Elektroschocker! Lass mich in Ruhe! Nimm das! Oh, wo kommt der blöde Wichser denn jetzt her? Ey, verreck dran! Durch den Tisch haben wir ihn durchgebamst. Oh, mein Herz, Alter. Alter, da klappen sich bei mir über die Fußnägel hoch, ey. Alter, da kommt der um die Ecke. Ich dachte mir zuerst, wer ist das denn jetzt? Wer steht denn da jetzt vor mir? Dann sehe ich nur die roten Augen leuchten, denke mir, oh, scheiße. Oh, ich habe zum Glück muss ich ganz ehrlich, ich muss nochmal sagen, als ich eben den zweiten Durchlauf gemacht habe, habe ich nämlich noch für den Elektroschocker Munition gefunden. Und in dem Moment habe ich nochmal dran gedacht, dachte mir so, jetzt holst das Ding raus, zack, ran da und... Oh, ey, der ist doch nicht mehr ganz dicht, ey. Der ist bestimmt von unten gekommen, hat die Kampfgeräusche gehört. Guten Tag. Ja, genau, versteck dich damals, stimmt, sehr sicher. Und ich werde erstmal kurz speichern, bevor ich noch irgendwas passiert, Alter, ich bin hier gerade echt am Zittern. Alter, geht mir gerade die Flöte, ey. Da kommt der miese Drecksack um die Ecke geschissen, ey. Das ist doch echt nicht zu glauben, sowas. So, Mädel, warum versteckst du dich eigentlich immer da, wo ich gerade bin? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Was ist das hier überhaupt? Ist das für... Es sieht mir ein bisschen... Für Haustiere? Ist das für Haustiere? Kann ich da reingehen? Sieht da nicht ganz gemütlich aus. Ja, doch. So, hier ist auch wieder nichts drin, ne? Kann ich hier vielleicht was machen? So, wir haben wieder ein Audiolog. Nix. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anesidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind.
Gut, wie es aussieht, wollten sie anscheinend auch ein bisschen vertuschen, dass sie damit was zu tun haben. Was denn bei Zubehör? Fehlerhaft. Alles klar, genau wie ich. Sagt meine Mutter auch immer zu mir. Sohn, ja, bist fehlerhaft. Also, wir könnten nochmal, ich glaube, ich speichere nochmal eben ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir müssen eigentlich immer noch versuchen, zurück ins Büro zu gelangen. Nee, stimmt, wir waren ja, wir mussten ja, glaube ich, eigentlich nach unten gehen. Guck mal, da sitzt sie wieder. Wir müssen ja nach unten gehen und ich glaube, der Androide müsste da jetzt eigentlich weg sein, weil das ja eigentlich der gewesen war, der hier nach oben gelatscht ist. Genau, hier geht die Treppe runter. Kommen wir in die Richtung vielleicht auch weiter. Unnötige Kartenfragmente nehme ich gerne mit. Hier geht's nicht weiter. Okay. Eine Ausweiskarte. Die nehme ich auch. Und hier kommen wir nicht rein. Keep out. Alles klar. Hoi. Ja, so viel dazu, ne? Okay, wir haben noch einen Androiden, wenn der gleich um die Ecke kommt, oder wie um die Ecke kommt, dann werde ich ihn erstmal mit der Pumpgun einen Schuss in die Fresse geben und dann noch zwei Revolverschüsse hinterher, dann müsste er eigentlich down sein. So, der sieht eigentlich auch ganz gesund aus, dem geht's gut, der schläft nur. Kies denn? Ich schaue nochmal ganz kurz, hier geht's nicht rein, geht es hier vielleicht weiter? Weiter Strom wiederherstellen. So, Pumpgun ausgerüstet. Servus. Ibems. Das ist über uns, ne? Also, das sind... Das sind die NPCs von eben, die da noch oben rumdackeln. Okay. Also sind wir, glaube ich, sicher. Der Andro... Schnauze da oben, Mann! Jetzt höre ich die ganze Zeit Schritte, ey. Das ist... Oh, Mann! Sevastopol, you are in safe hands with you. Ach, hier geht's zum... Hier geht's anscheinend zum Marshall-Büro. Waits. Aber ist noch zu. Wir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits. Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Oh. Schweine! Waits. Scheiße. Okay, ich glaube... Ich glaube, die werten Herren Androiden sind gerade ins Marshall-Büro eingebrochen und haben vermutlich jetzt erstmal alle umgelegt. Vielleicht haben ja noch ein paar überlebt. Ich weiß es echt nicht. Scheiße, scheiße. Wir haben ein riesengroßes Problem. Unser Trupp wurde gerade zum größten Teil minimiert, glaube ich. So ein Mist. Ich bin der Einzige, der hier eigentlich rumläuft. Ich bin der Einzige, der hier was macht. Die anderen sitzen ja den ganzen Tag nur im Büro. Am Rumpimmeln. Den ganzen Tag nur am Rumpimmeln. Oh, Schnauze da oben, ey. Ich krieg hier Paras wegen euch. Das hier geht nicht auf. Wir müssen erstmal wieder irgendwo Strom wiederherstellen. Denke ich mal. Hier geht's auch nicht durch. Wo muss ich denn hin? Von da hinten sind wir, glaube ich... Nee, wir sind von hier gekommen. Ich habe echt keine Ahnung. Wo müssen wir denn jetzt hin? Die Tür ist zu... Okay, wir haben ja noch unseren schlauen Sensor.
der uns ja sehr tapfer anführt. Er führt uns! Okay, wieder in die Richtung? Die Treppe wieder hoch, oder was? Kann er eigentlich nicht sein. Auf unsere Hiwis ist Verlass immer verfügbar. Immer für Sicherheit, immer für sie da. Ja, du mich auch, lieber Lautsprechensprecher. Hallo. Hier wieder rein. Wir waren hier doch schon gewesen. Hier waren wir doch eben schon gewesen. Es kommt mir alles ein bisschen fishy gerade vor. Ach, die Tür ist jetzt offen. Ach so. Alles klar. Ich wollte schon gerade sagen, das ist ja ein bisschen... Warum sollen wir hier wieder zurück? Hier war ja eigentlich nichts gewesen. Ich würde aber sagen, wir beenden die Folge erstmal an dieser Stelle. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wie immer würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung des Videos freuen. Das unterstützt mich und macht mich glücklich. Ja, gut. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Tobi. Tschüss.